Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute ist ja Baubeginn von meiner neuen Sternwarte und ich habe mir halt gedacht, ich mache hier einen kleinen Vlog und nehme euch eben hier mit, damit es jetzt ihr auch dann sehen könnt, wie eben so eine Sternwarte von Grund auf aufgebaut wird. Jetzt kommen dann gleich alle Leute, der Bagger ist eh schon hier, der steht schon hier. Ich bin schon gespannt, wie das Ganze jetzt hier wird. Ja, dann viel Spaß mit dem Video. Ja, hier stand eben davor eine alte Gartenhütte, die habe ich hier zuerst einmal wegräumen müssen. Und ja, das war eben dann hier so der Platz und das seht ihr dann da hinten, beziehungsweise jetzt hier auf dem nächsten Bild, dass ich hier so einen Pfosten reingeschlagen habe und dann habe ich hier mit einem Markierungsspray eben am Boden einfach mal Richtung Norden, also die Himmelsausrichtung, aufgetragen. Und wie weiß man jetzt wirklich ganz exakt, wo Norden ist? Ja, und für diesen Zweck habe ich mich dann bei Stellarium bedient und zwar habe ich mir hier diese Gitternetz, also diese Gradnetzlinien eingeblendet und das seht ihr jetzt hier, bei Süden ist genau 180 Grad. Das heißt, ich muss jetzt hier von der Uhrzeit her eben die Sonne genau so hinbewegen, dass sie dann eben beim jeweiligen Datum bzw. eben auch Stunde und Minute genau Richtung Süden steht. In dem Fall jetzt hier beim 20. Jänner ist jetzt hier, wo ich es jetzt hier aktuell eben dieses Video gerade aufnehme, wäre jetzt eben die Sonne um exakt, also müssen wir jetzt hier mal auf Pause drücken, wäre jetzt eben hier die Sonne exakt um 12.14 Uhr genau Richtung Süden. Und um diese Uhrzeit bin ich eben dann einfach rausgegangen und habe eben dann den Schatten von diesem Pfosten mit so einem Markierungsspray genau angezeichnet. Und somit weiß man eben dann, wo dann exakt Norden bzw. Süden ist oder eben dann auch Osten, Westen und so weiter. Ja, warum habe ich das eigentlich gemacht? Also normalerweise ist es eben so, dass man eine Sternwarte exakt Richtung Süden ausrichtet beziehungsweise, dass man eben das Dach genau Richtung Norden aufschieben kann. Ja, hier ist der Betonsäulenadapter zu sehen und zwar ist der von JD Astronomie. Könnt ihr euch ja hier gerne mal auch gegebenenfalls einen zukommen lassen, wenn ihr wollt. Und ja, hier seht ihr dann noch den Graben, was ich eben hier schon mal ausgegraben habe, wo dann später der Stromkabel und auch das Netzwerkkabel hineingekommen sind. Also ich habe ja die Sternwarte auch mit dem Hausland verbunden, so dass ich eben dann auch im Haus bequem das Ganze steuern kann und eben auch dann die Fotos direkt reinladen kann zum Hauptrechner. Ja, und dafür habe ich eben den halben Garten umgegraben. Ja, als nächstes wurde eben, wie vorhin schon gesagt, das Ganze eben hier weggerissen, dieses alte Pflaster. Und dann haben wir eben eine 25 cm starke Betonplatte errichtet. Und das habe ich jetzt hier gleich im folgenden Video kurz zusammengeschnitten. Ich würde sagen, Film ab und viel Spaß mit den folgenden Minuten. So, heute werden wir diese Betonsäule hier blau anstreichen. Dazu habe ich mir hier so eine dunkelblaue Farbe gekauft, also es soll so nachtblau werden.
Und da muss ich jetzt zuerst einmal diese Säule mit so einem Schleifpapier ein bisschen anschleifen. Danach das Ganze noch staub- und fettfrei machen. Und dann sollte das Ganze hoffentlich mit ein oder maximal zwei Anstrichen schön deckend sein. Mal schauen, wie das Ergebnis dann wird. Ja, ich musste jetzt die Betonsäule doch noch ein zweites Mal streichen. Mit einmal hat es nicht ganz gedeckt. Jetzt habe ich es gestern einmal gestrichen und eben heute noch einmal. Und wie ich finde, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Es ist ein schönes dunkles Blau, eigentlich genauso wie ich es mir halt vorgestellt habe. Ja, jetzt fehlt halt nur noch die Sternwarte. Mittlerweile schon 2 Monate im Verzug. Ich hoffe, dass die jetzt dann wirklich bald geliefert wird. Und dann geht's hier weiter in dem Video mit dem Aufstellen oder beziehungsweise zuerst mit dem Streichen von der Sternwarte und dann eben mit dem Aufstellen. Ja, mit ungefähr 3 Monate oder waren sogar noch etwas mehr Lieferverzögerung ist dann auch endlich die Sternwarte angekommen. Also solltet ihr auch eine Sternwarte von Dombarts bestellen wollen, rechnet gleich mal damit, dass das mindestens 5 Monate Lieferzeit braucht. Und an dieser Stelle muss ich auch nochmal erwähnen, dass ich generell Dombarts jetzt als Firma nicht wirklich, also ich möchte euch jetzt die Firma nicht wirklich empfehlen. Die Sternwarte als solches ist eigentlich wirklich toll, also ich bin recht zufrieden damit, aber jetzt erst eben im Nachhinein, weil das Aufbauen, das war der reinste Horror, muss ich sagen, also die Aufbauanleitung, die stimmte vorne bis hinten nicht. Die Texte und auch die Bilder dazu sahen zum Teil, also das stimmte alles nicht überein mit dem, was ich eigentlich hier liegen hatte. Und von daher ein bisschen mit Vorsicht zu genießen das Ganze. Und deshalb gibt es eben hier auch von mir ganz klar keine Kaufempfehlung. Mangels Alternative allerdings, ja, was will man machen, wenn man nicht so eine Sternwarte haben möchte, so eine Roll-Off-Sternwarte, was ja grundsätzlich wirklich toll ist. Eine geniale Lösung und auch noch relativ kostengünstig, dann bleibt einem auch eigentlich auch nichts anderes übrig, dass man sich die eben von Dombarts kauft, weil meines Wissens nach gibt es eben noch keine andere Firma, also kein Konkurrenzprodukt, was eben das auch so herstellen kann. Ja, jedenfalls irgendwann ist eben dann die Sternwarte auch angekommen. Und dann habe ich eben das Ganze auch hier gestrichen mit dem Xyla Dekor. Und zwar habe ich mich eben für die Farbe Zeder entschieden. Also das Xyla Dekor ist ja Holzschutzlasur. Und da gibt es eben unterschiedliche Farbtönungen sozusagen. Und ich habe eben wie gesagt die Zeder verwendet. Was ich eigentlich jetzt auch im Nachhinein wirklich sehr schön finde. Und ich habe die ganze Hütte also komplett 3-mal gestrichen. Ja, drauf steht, 2-mal wird auch reichen, aber ich habe es dann getestet. Beim 3. Mal wird es einfach nochmal ein bisschen gleichmäßiger, nochmal halt ein bisschen dunkler, hochwertiger und ich hoffe halt, dass ich mir dann zumindest jetzt die nächsten paar Jahre einen Neuanstrich dadurch umgehen kann oder eben zumindest ein bisschen hinauszögern kann. Ja, hier seht ihr dann in unserer Garage, wie ich eben das Ganze hier gelagert habe, immer zum Trocknen. Schön übereinander gestapelt. Meine Frau hat mir da auch glücklicherweise sehr brav geholfen beim Streichen. Zum Teil hat auch sie gestrichen nach meiner Nachtschicht, wo ich geschlafen habe am Vormittag. Und sie hat dann alleine ohne mich gestrichen, also die kleineren Teile natürlich. Ja, und als dann alles fertig gestrichen war, dann ging es eben hier zum Aufbauen. Hier habe ich eben den Rahmen mal so hingelegt und dann eben mit einem, ich glaube das waren 10er Dübel in den Betonboden eben reingeschraubt.
Ja, und der komplette Rahmen, beziehungsweise eben jetzt die ganze Sternwarte, habe ich auf so 10 mm hohe Kunststoffplatten gestellt. Also ich glaube, das waren die hier, die HPL-Platten, so in der Art müssten die sein. Also die sind jedenfalls zu 100% wasserfest. Das kann auch nicht jetzt irgendwie auflaufen oder so, wenn es jetzt feucht wird oder im Wasser steht. Also von daher, ich wollte eben einfach nur nicht, dass dieser Holzrahmen, dass das Holz dann irgendwie immer Kontakt mit der Betonplatte hat und dadurch dann eben vielleicht monatelang durchgehend feucht bleibt darunter. Weil Holz und Wasser ist ja nicht so unbedingt die beste Kombination jetzt auf Dauer gesehen. Also dem Holz macht jetzt Wasser nichts aus grundsätzlich, solange es nur kurzzeitig ist. Aber wenn es jetzt durchgehend immer nass ist, dann kann es eben bei Holz dann relativ schnell modrig werden. Und das wollte ich eben hier mit vermeiden. Ja, das Ganze dann alles schön in die Waage gerichtet. Und somit ist dann auch schon losgegangen mit dem Zusammenbauen der einzelnen Blockpolen. Ich glaube, so sagt man da, Blockpolen, ja. Einfach mit Nutfeder, also werkzeuglos eben zusammenstecken. Das ging eigentlich auch relativ gut und auch recht flott, das Ganze aufbauen. Und ja, hier dann noch den vorderen Teil, wo man eben dann später das Dach aufschieben kann. Ja, da wird das Ganze dann hier auch noch mit so Stahlseilen ein bisschen stabilisiert. Ja, und hier habe ich dann noch den Dachstuhl aufgebaut. Und so sah dann das Ganze zuerst einmal aus. Dann kam der Dachdecker. Ja, also ich habe da ein bisschen Höhenangst. Auch wenn das eigentlich überhaupt nicht hoch ist, aber da bringt mich niemand drauf. Also das ist mir trotzdem viel zu hoch. Da hätte ich viel zu viel Angst, dass ich da irgendwie runterfalle. Und bevor ich dann wirklich da runterfalle, da hole ich mir lieber jemanden, der das tagtäglich macht und der sich da oben wohlfühlt. Der hat mir dann eben hier noch die Platten raufgeschraubt und dann seine Dachpappe war eben noch dabei bei der Sternwarte, haben wir draufgegeben. Ja, so sieht das Ganze dann innen aus, wenn das Dach geschlossen ist. Und auch wenn man jetzt hier meint, da sind relativ große Lücken, das täuscht ja ein bisschen durch die Sonneneinstrahlung. Jedenfalls, jetzt ist ja auch schon hier der zweite Winter, wo es wirklich zum Teil stürmt und schneit und Schneeverwergung gibt und da wird definitiv kein Schnee reingeblasen. Also das ist tatsächlich komplett dicht, wundert mich ehrlich gesagt auch, aber da kommt kein bisschen Schnee rein. Also von daher ist das an der Stelle kein Problem. Ja, hier könnt ihr noch links und rechts am Foto sehen, dass ich hier so eine Dachsicherung hier angebracht habe, dass eben das Dach nicht irgendwie von selber aufgehen kann. Ja, und so sah das Ganze dann zunächst einmal fertig aus. Das fertige Dach habe ich dann erst ein paar Wochen später drauf machen lassen, weil eben der Dachdecker nicht so viel Zeit hatte. In der Zwischenzeit habe ich hier schon mal den Boden hier reingelegt. Da habe ich vom alten Gartenhaus, waren da noch ein paar so Holzleisten übrig, die habe ich dann wieder hergenommen. Und jetzt der Boden hier ist auch vom alten Gartenhaus, das waren eben damals die seitlichen Wände. Das war ja auch so eine Holzblockbodenhütte und diese habe ich eben dann hier für den Boden wieder verwendet. Ja, dann hier Anprobe vom Teleskop. Der Skywatcher Newton, der 8 Zoll ist das hier. Und dann kam hier noch mein Cousin, der hat eben Elektriker gelernt und der hat mir das Ganze dann hier noch professionell verkabelt, das Ganze mit dem Lichtschalter und ja, was man halt dann noch so braucht, Steckdosenleiste und so weiter. Dass das Ganze dann eben auch zu 100% für Feuchträume, also dass da nichts passieren kann, wurde auch dann nochmal extra abgesichert mit einem FI-Schalter, mit einem Stromschutzschalter. Ja, und hier kam dann das Dach drauf. Ja, da habe ich eben einfach vom Obimarkt solche Dachschindeln waren das genommen. Ich glaube, das waren jetzt hier sogar genau die Biberschwanz in Rot. Und die haben eben dann hier raufgenagelt. Ja, und der Dachdecker ist ja auch noch Spengler so nebenbei. Und der hat mir dann auch hier gleich noch den schönen Abschluss hier gemacht, vorne und hinten beim Dach, also so ein Metallblech ist das Ganze, hatte mir dann eben hier noch drauf gemacht. Ja, und eine Dachrinne habe ich mir dann noch selber auch beim Obi gekauft und auch noch dann dran gemacht. Und zwar mit so einem Dachrinnenablauf,
Also im Sommer ist es perfekt eigentlich, da läuft das Wasser wirklich schön runter. Jetzt im Winter habe ich aber gesehen, mit dem Eis ist nicht ganz optimal. Aber ist auch kein Problem, ich habe das jetzt hier einfach mal runtergegeben über den Winter. Und dann im Frühling kann ich es ja wieder einhängen, das Ganze. Ja, hier ein aktuelles Bild, so sieht es jetzt hier aktuell im Winter gerade aus. So, und jetzt hüpfen wir in die Sternwarte und dann erzähle ich euch hier noch ein paar letzte Worte. Ja, ich befinde mich jetzt hier in meiner neuen Sternwarte und zwar ist das jetzt hier schon der zweite Winter, den jetzt diese Sternwarte hier erlebt und außen sind da solche Führungsschienen, also diese Aluminiumschienen, wo ja dann das Dach beim Aufschieben läuft. Und wenn es natürlich schneit, dann ist natürlich logisch, dass dann eben auch da der Schnee reinfällt und deshalb habe ich mir eben dann überlegt, dass ich mir so eine Dachrinnenheizung einbaue. Ja, die verlinke ich euch gerne mal unten in der Videobeschreibung und ich habe die eben so befestigt, dass ich eben immer zwei so Löcher in diese Aluschiene gebohrt habe und dann habe ich es mit so einem kurzen Kabelbinder einfach eben befestigt. Also möglichst simpel und einfach das Ganze. Ja, funktionieren tut das Ganze so recht und schlecht. Also kurzfristig kann man da natürlich jetzt keinen Schnee abtauen. Also wenn ich schon mal weiß, heute wird eine klare Nacht, dann putze ich schon mal den ganzen Schnee runter und wenn ich es ganz eilig habe, dann schütte ich einfach mal 5 Liter warmes Wasser oben rein. Dann ist innerhalb von 5 Sekunden der ganze Schnee und Eis aufgetaut und alles ist weg. Aber grundsätzlich ist es nicht schlecht, wenn man eben da so eine Dachrinnenheizung einbaut, weil es eben dann auch das Wasser nicht mehr so schnell gefriert, also wenn es das Dach offen ist und es wird dann noch die Reste vom Wasser frieren, dann kann es eben sein, dass dieses Stahlseil, was ja da drinnen ist, eben auch anfriert. Und dann kann man eben auch das Dach nicht mehr schließen bzw. auch nicht mehr öffnen. Von daher ist es eigentlich nicht schlecht, so eine Dachrinnenheizung. Ja, wenn du vielleicht auch mit dem Gedanken spielst, so eine Sternwarte zu errichten, wird dich wahrscheinlich jetzt auch hier diese Höhe hier interessieren. Und es ist jetzt so, ich stehe jetzt hier auf einem Holzfußboden und da habe ich gerade vorher nachgemessen, der ist 9 cm über dem Beton. Und deshalb muss man da jetzt dann noch 9 cm dazu rechnen. Und wenn ich jetzt hier mal hinmesse, dann habe ich jetzt eben hier 1,21 m. Das ist dann jetzt hier die Oberkante. Das heißt, vom Betonwecker sind es genau 130 cm. Ja, und wenn man jetzt dann noch Oberkante von dieser Betonsäulenadapter hier rechnet, hier habe ich 1,35 m plus wiederum 9 cm wären dann 1,44 m. Also das hier ist 1,44 m hoch und die Wände hier oben, da kann ich auch mal kurz hinmessen, die sind jetzt hier vom Fußboden auf 2,10 m und wenn man jetzt die 9 cm da dazu gibt, vom Beton her, sind die genau 2,19 m hier hoch. Und damit komme ich ungefähr auf so 16, 17 Grad Höhe, also vom Teleskop her, vom Neigungswinkel. Und ja, also ich habe halt die Erfahrung gemacht, recht viel tiefer bringt es dann eh nichts mehr, wenn man es noch weiter runter fotografiert, weil natürlich je tiefer das Objekt dann später steht,
desto schlechter ist einfach dann auch das Siegen und da muss man halt durch so viel Luftschicht durch, die Transparenz wird dann auch schon schlechter. Auch eventuell die Lichtverschmutzung steigt dann in Horizontnähe. Und wenn dann vielleicht noch irgendwelche Häuser und Bäume im Umkreis sind. Also von daher ist es eigentlich sogar ganz gut so, wie ich es zufällig eigentlich gewählt habe, weil das war eigentlich zuerst gar nicht so geplant. Also eigentlich war es geplant, dass die Wände ein bisschen niedriger sind. So war es eigentlich vom Hersteller her, aber die sind jetzt doch ein bisschen höher geworden. Ja, da gab es sowieso ein bisschen mehr Probleme mit Domparts. Und das war unter anderem eines davon. Aber letztendlich bin ich jetzt sogar froh, dass es so ist, wie es jetzt hier ist, weil so habe ich halt auch noch einen gewissen Windschutz, wenn halt die Wände ein bisschen höher sind und das Teleskop dadurch eben nicht so weit rausschaut. Hat eben alles seine Vor- und Nachteile, wie bei so vielem im Leben. Ja, wie ich es eben am Anfang von diesem Video schon erwähnt habe, war ich eben mit Domparts nicht ganz zufrieden, so mit dem Ganzen drumherum. Jetzt, wie gesagt, im Nachhinein bin ich wirklich top zufrieden mit dieser Sternwarte. Ist wirklich eine sehr schöne Sternwarte geworden, die auch recht praktisch ist. Man braucht eben dann nicht jedes Mal hier alles auf- und abzubauen. Man braucht nicht jedes Mal einzunorden. Das macht man halt einmal und dann gehe ich halt raus, starte das Ganze hier und 5 Minuten später läuft auch schon alles und ich kann auch schon wieder reingehen. Also das ist natürlich schon Komfort. Ja, ich verlinke euch dennoch mal unten in der Videobeschreibung den Link zu dieser Sternwarte hier und sage aber gleich die Info dazu, dass ich dies eben nicht uneingeschränkt empfehlen kann. Nicht, dass ihr dann nachher auf mich zukommt und sagt, hey, was hast du mir denn da empfohlen? Also, ja. Es ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen und man soll schon ein bisschen handwerkliches Geschick mitbringen. Also ich habe Tischler gelernt, von daher habe ich mir dann auch an bestimmten Stellen ein bisschen helfen können. Aber wenn man halt noch nie irgendwas mit Holz oder generell mit so einem Aufbau zu tun hatte, ist halt schwierig. Es sei denn, die haben mittlerweile doch ein bisschen nachgebessert, das weiß ich natürlich jetzt nicht. Es sind jetzt auch mittlerweile fast 2 Jahre vergangen. Und kann natürlich sein, dass meine Probleme jetzt mittlerweile alle behoben wurden. Ja, vielleicht auch noch ganz kurz. Ihr seht ja, hier oben hängt eine Überwachungskamera. Die hat auch ein IR-Licht für die Nacht, damit man eben auch die Sternwarte sozusagen überwachen kann, wenn eben hier alles dicht ist. Ja, das wird hier auch alles aufgezeichnet, ist halt auch so ein bisschen Einbruchschutz und so weiter. Beziehungsweise hängt da drüben dann auch noch eine Alarmanlage, die mit, weiß ich nicht, glaube ich, mit 130 Dezibel oder so irgendwas zu heulen beginnen würde, wenn halt hier irgendjemand einbrechen würde. Ja, das habe ich halt auch noch so zur Sicherheit eben hier eingebaut. Und ja, die Bezeichnung von dieser Überwachungskamera verlinke ich euch unten mal in der Videobeschreibung, beziehungsweise blende ich es unten hier mal kurz ein. Ja, die funktioniert auch recht eigentlich gut, also ich bin recht zufrieden damit, war relativ einfach in der Einrichtung, hat ein ganz nettes Webinterface und damit kann ich dann auch zugreifen, wenn ich eben nicht zu Hause bin, kann ich eben direkt mit dem Handy auf diese Kamera zugreifen und mir eben dann auch also versichern, dass eben mit der Sternwarte hier alles in Ordnung ist. Ja, eins vielleicht noch, und zwar seht ihr hier, ich habe überall die ganzen Lämpchen, was überall so blinkt und leuchtet in der Nacht, habe ich alles abgeklebt. Und zwar entweder ihr nehmt da so einen Aluminium-Klebestreifen, also das ist halt komplett blickdicht, oder ihr klebt in mehreren Schichten ein Klebeband drüber. Wie auch zum Beispiel hier beim Netzwerkswitch, ja, da leuchten halt auch diese Lämpchen, die man halt kennt, wenn eben eine LAN-Verbindung besteht. Und die kann man einfach nicht brauchen, wenn man in einer Sternwarte fotografieren will. Von daher am besten alles abkleben, dass wirklich alles stockdunkel ist in der Nacht. Ja, ansonsten vielleicht zeige ich euch hier noch kurz. Ich habe hier eben rundherum die ganze Sternwarte so einen LED-Lichtstreifen. Den kann ich hier zum einen mal dimmen und ich kann hier auch die Farben wechseln, zum Beispiel rot. Das ist eben ganz gut in der Nacht, weil sich eben dann die Augen ein bisschen eher an die Dunkelheit gewöhnen können und nicht so sehr an das grelle Licht vom Weiß. Kann man natürlich auch auf Grün und auf Blau umstellen. Ja, das wird man jetzt in der Sternwarte nicht unbedingt brauchen. Aber das rote Licht eigentlich finde ich ganz praktisch. Vor allen Dingen, das lässt sich auch nochmal dimmen.
Ja, eine Sache vielleicht noch, und zwar in richtig kalten Nächten, zumindest mir ist es eben einmal passiert, da hat es, glaube ich, so um die minus 10 Grad Celsius, da ist mir der Laptop eingefroren. Also der ist tatsächlich im Laufe im Betrieb mitten in der Nacht einfach ausgegangen, ließ sich nicht mehr einschalten und stattdessen hat er immer so knatternde Geräusche gemacht, als würde direkt die Festplatte nicht mehr weglaufen wollen. Und deshalb habe ich mir dann hier so eine Kunststoff- oder Isolierbox, so eine Styroporbox, habe ich mir eben hier zurecht geschnitten sozusagen. Also hier habe ich halt eine Ausnehmung gemacht für die ganzen Kabel hier. Und immer wenn ich halt jetzt die Sternwarte verlasse, mache ich hier diesen, also so ein bisschen zuklappen, nicht ganz, weil sonst eben geht der Laptop in den Standby-Betrieb, aber halt so, dass er eben gerade noch nicht in den Standby-Betrieb geht. Und dann stülpe ich eben hier diese Box da drüber. Und die schließt dann hier sauber ab. Ihr habt es gesehen, der Laptop ist vorher auf dem Deckel von dieser Styroporbox gestanden. Und damit ist er jetzt wirklich rundherum sauber isoliert und geschützt. Und er wird nicht feucht und nass. Und da kann es jetzt auch minus 20 Grad Celsius kriegen. Also da passiert jetzt beim Laptop nichts mehr. Ja, da unten zeige ich es noch kurz. Das ist jetzt eben hier dieser Deckel. Da stelle ich immer den Laptop drauf. Vielleicht auch noch so ein Tipp am Rande. Ja, in diesem Sinne, ich bedanke mich recht herzlich fürs freundliche Zusehen und dann hoffe ich, ihr seid auch beim nächsten wieder mit dabei. Bis dahin, alles Gute, ciao.